Mamsa, Fleisch. Mamsa, Fleisch sollte man nicht zu sich nehmen. Mamsa sollte man nicht essen. Mamsa ist etwas, was eigentlich ein Verbrechen ist, so etwas zu essen. Mamsa ist nicht irgendein Nahrungsmittel. Mamsa heißt, dort sind fühlende Lebewesen in Gefangenschaft genommen worden oder auch freie Lebewesen erschossen worden. Wenn sie in Gefangenschaft gehalten wurden, dann hatten sie kein schönes Leben. Schließlich werden sie dann in den Schlachthof gebracht, was sie nicht gerne machen. Sie werden dort getötet, anschließend werden sie zerteilt und das wird anschließend als Fleisch verkauft und dann essen das Menschen. Vollkommen unverständlich. Vegetarier vermissen nichts, am wenigsten Fleisch. Es gibt alles, was man braucht, vegetarisch. Es ist wie eine Verrücktheit, dass Menschen in zivilisierten Gesellschaften weiter Fleisch essen. Vollkommen unverständlich. Es gibt so viele Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Ethischer Grund zunächst. Der erste. Für Fleisch müssen Tiere umgebracht werden. Und wenn du sagst, ja, ich esse ja Tiere aus Freilandhaltung. Ein solcher Unsinn. So schön idyllisch das ist, wenn Kühe im Sommer auf der Weide sind. Hast du dich schon mal gefragt, wo diese Kühe im Winter sind? Wo sind sie von Oktober bis März, also die Hälfte des Jahres? Da sind Kühe, die es gelernt haben, Freiheit zu genießen, werden angekettet. Und die Kette ist wörtlich zu nehmen. Angekettet an eine Wand. Und dort stehen sie 6 Monate lang. Sie werden dort angekettet. Übrigens auch, vielleicht in der Biohaltung dürfen sie ein paar Quadratmeter hin und her gehen. Das ist alles. Ansonsten sind sie angekettet. Sie kriegen was zu essen vorne, sie kriegen was zu trinken vorne. Hinten kommt dann der Dung raus. Wenn sie glücklich sind, dann werden sie sauber gehalten. Manchmal auch nicht. Von Massentierhaltung will ich jetzt gar nicht wirklich sprechen, sonst wird mir die Stimme brechen und vielleicht kommen mir dann Tränen in die Augen. Ich habe sowas auch schon gesehen und einfach das Bewusstsein, dass Menschen es nicht einsehen, dass Fleisch zu essen unethisch ist und eigentlich ein Verbrechen ist, das ist etwas, dass Menschen es nicht sehen, ist vollkommen unverständlich. Es ist verständlich, dass in Zeiten, als landwirtschaftlich noch nicht fortgeschritten war, dass Menschen vielleicht Fleisch brauchten, um zu überleben. Gerade jetzt in den nördlichen Gegenden, wozu ja auch Deutschland gehört. Aber heutzutage braucht man es wirklich nicht. Also, erster Grund, ist einfach ein Verbrechen, Tiere umzubringen, um sie zu essen. Ich sage es jetzt mal sehr viel radikaler, als ich das sonst sage. Dann zweitens Ökologie. Die meisten Probleme des Planeten Erde können gelöst werden, wenn Menschen aufhören würden, Fleisch zu essen. 3/4 der Anbaufläche wird genutzt, um Tiere zu ernähren, die in Gefangenschaft gehalten werden, um sie zu töten. Angenommen, man würde auf Fleischnahrung vollständig verzichten, dann gäbe es genügend Anbaufläche, um auch Bioöl und Biosprit, Biogas zu haben. Man könnte auf alle Klimaprobleme wären gelöst. Es gäbe genügend Anbaufläche, um alle Autos und alle Heizungen und alle Kraftwerke zu befeuern. Denn die effektivste Sonnenenergienutzung geht letztlich über Pflanzen. Wenn man nicht so viel Anbaufläche für die Massentierhaltung nutzen würde, gäbe es genügend Anbauflächen für Bio. Und man bräuchte auch sehr viel weniger Nahrung, sehr viel weniger Energie. So viel Energie, so viel Erdöl, Gas und so weiter wird genutzt für Transport von Tieren, Transport von Nahrungsmitteln, Heizung und Kühlung und so weiter. Also man könnte die Anbaufläche reduzieren und hätte immer noch genügend für Energie. Es bräuchten keine Kriege mehr für Öl und Erdöl geführt zu werden. Es gäbe nicht mehr diesen endlose Elend in den erdölproduzierenden Ländern wie Nigeria und andere, wo so viel Umweltzerstörung ist. Es bräuchte nicht dieses Fracking zu geben. Es bräuchte nicht, nicht die Weltmeere ausgebeutet zu werden. Fleisch wird natürlich dann auch das Fisch mit einbeziehen. Auch Fische sollten natürlich nicht getötet werden. Auch wenn in Indien jetzt Mamsa ist mehr Fleisch und dann ist Matsya ist Fisch.
Aber Fische genauso. Fische sollten nicht verzehrt werden. Es gibt keinen logischen Grund dafür, keinen gesundheitlichen Grund und keinen anderen Grund. Kein Vegetarier wird den Geschmack von Fleisch und Fisch vermissen. Wenn man mal irgendwie Lust hätte, es gibt inzwischen genügend Dinge, die ähnlich schmecken. Und wer eine Weile kein Fleisch gegessen hat, dem reicht das vollkommen aus. Gesundheitliche Gründe gibt es. Inzwischen weiß man, jedes tierische Produkt reduziert die Lebenserwartung. Je mehr tierische Produkte du zu dir nimmst, umso mehr reduziert sich deine Lebenserwartung. Menschen töten Tiere, misshandeln Tiere, missbrauchen Tiere. Menschen ruinieren ihre Gesundheit, ruinieren den Planeten Erde. Warum eigentlich? Und ein letzter Grund, kein Mamsa zu essen, sind geistige, psychologische und spirituelle Gründe. Wenn du Fleisch isst, da ist das ganze Leid der Tiere drin. Da ist das ganze Unethik, isst du mit, bewusst oder unbewusst. Das ganze Leid ist drin, Hormone sind drin, all das ist drin. Wenn du also Fleisch isst, nimmst du all das mit auf. Wenn du Gutes tun willst für die Welt, dann verzichte auf Fleisch. Wenn du Gutes tun willst für die Umwelt, wirkungsvollste Maßnahme, verzichte auf Fleisch. Wenn du was Gutes für dich selbst tun willst, verzichte auf Fleisch. Wenn du willst, dass es dir besser geht, du dich besser fühlst, du mehr Energie hast, mehr Freude, mehr Lebensenergie, verzichte auf Fleisch. Wenn du leichter Gott erfahren willst, Gottverwirklichung, Erleuchtung erfahren willst, verzichte auf Fleisch. Also, Mamsa, Fleisch, man sollte kein Fleisch essen. Om Shanti.